TD04, sage ich jetzt schon, er ist wieder da. So, einen wunderschönen guten Tag zum neuen Frage-Antwort-Video. Heute ohne Guido, mit mir. Also, ja, voll in die Fresse, ungefiltert quasi. Jo, zum ND-Vorführer. Sel Norik fragt, ist die Sitzposition mit den Recaro Pull Positions dann auch tiefer als mit den Seriensitzen? Und kann man dann auch mit geschlossenem Verdeck noch gut ein- und aussteigen? Ja, also man ist tiefer, man kann gut außen einsteigen, also das sehe ich als absolut kein Problem. Und es sind 2,5 Zentimeter, glaube ich, die es nach unten geht. Also es ist wirklich ein gutes Stück. Jo. Bob Bobo sagt, die Kitpreise sind ja mittlerweile echt hoch. Ich weiß noch, wo die TD04s 3.500 gekostet haben, scheiß TÜV. Ja, die sind höher, aber ist aber auch mehr drin. Also ich glaube, das vergisst man ganz gern mal. TD04, sage ich jetzt schon, er ist wieder da. Kommen wir gleich zu. Also werden das, wobei ich könnte es auch jetzt einfach aufgreifen. Es ist so, wir müssen im Rahmen der Folgegutachtung und neuen Gutachten und neue Gutachten machen. Und ich habe morgen erst mit jemandem drüber gesprochen, der war hier, die haben Autos abgegeben mit TD04 umbauten und haben gesagt, ja, jetzt läuft es aus und ich ist am liebsten auch gern so bestätigt. Der TD04 kommt auch wieder zurück. Der kommt auch zurück ohne Blow-Off und der kommt auch in einer sehr abgespeckten Version zurück. Aber er kommt mit Airbox und er erreicht sicherlich nie mehr den Preis wie in dem damaligen TD04 Sale, aber wir bieten ihn einfach mit an. Es gibt doch noch relativ viele Kunden, die sagen, ich finde den Lader cool, ich finde den Lader cool auch von der Leistungsentfaltung und ich finde die Idee cool. Ich kann auch was offen kommunizieren. Wir sind gerade dabei im Büro, das ist aber wirklich, also die TD04 Nummer kommt zum Black Friday, ist die wieder online. Also die ist wieder im Online-Shop drin. Der Preis ist jetzt nicht so attraktiv, glaube ich, wie man das kennt. Er ist aber etwas günstiger wie das GBC-Kit. Also hier nicht irgendjemand, der ein GBC-Kit gekauft hat, denke ich jetzt, es ist ein TD04-Lader, das andere ist ein GBC-Lader. Das sind einfach zwei verschiedene Welten. Wir haben wirklich jetzt bei dem jetzigen TD04-Kit, das dort kommt, darauf Wert gelegt, dass es günstig ist. Hat aber einfach nur den Grund, weil wir mussten selbst von uns aus sagen, okay, wir müssen nochmal ein neues Gutachten fahren. Und in dem Moment, wenn wir ein neues Gutachten fahren, kann man es auch verkaufen. Das, by the way, wird aber gleich, also wird nochmal in einem anderen Video, wo es um den speziell Black Friday geht, auch nochmal erklärt und dann nochmal ein bisschen speziell oder tiefer drauf eingegangen. Aber wie gesagt, ich kann da auch eine Sache direkt vorwegnehmen. Wir werden im Laufe des nächsten Jahres versuchen, verschiedene Krümmerkombinationen mit Turboladern zu prüfen. Und das hat folgenden Grund, weil wir gemerkt haben, dass doch der ein oder andere sich so auf den Schlips oder Fuß getreten fühlt, dass diese Selbstbaukits in der Art und Weise, wie wir sie jetzt gerade, ich will nicht sagen, ausrotten, doch immer wieder zu einem Diskussionspunkt werden. Und wir haben, und das kann ich bisher aber nur in der Folge vorgehaltener Hand sagen, wir werden verschiedene Produkte prüfen, mit verschiedenen anderen Produkten, um das mal relativ einfach zu machen. Das heißt, vielleicht so einen, diese typische Nissan Silvia Lader auf einem Krümmer vom Kraken und dass ihr dann am Ende des Tages gewisse Produkte bei uns kaufen müsst, ihr aber dann immer noch eine gewisse Individualität habt, weil wir gemerkt haben, dass natürlich in dem Moment, wenn man das so durchzieht, wie wir das gerne machen möchten, das ist zwar ein Vorteil für uns, aber es ist, glaube ich, ein bisschen böse gegenüber der Community, dass wir dann doch wieder versuchen, auch solche Sachen zu prüfen. Achtung, es wird dabei aber eine relativ enge Nummer werden, was das Thema Krümmer oder das Thema Luftfilter und auch das Thema Airbox und Ladeluftkühler gibt. Aber wir versuchen dort eine Lösung zu finden. Ich denke, das ist für den einen oder anderen gerade sehr angenehm im Ohr. Das wird aber jetzt gerade keine akute Lösung. Also das wird eine Lösung sein, die wir im Laufe des nächsten Jahres machen. Und dann werden wir uns vielleicht da auch 1, 2 Autos raussuchen. Das wird aber an gewisse Sachen gebunden sein. Vor allen Dingen an das Thema Software.
Das kann ich jetzt schon sagen. Wir werden nicht zum Black Friday, aber zum Anfang nächsten Jahres eine Base Map Base haben, wo man sich Softwarestände von uns runterladen kann. Das ist sicherlich für die Leute, die sich auf dem freien Markt eine MS3 kaufen, ganz angenehm. Das Problem wird nur sein, dass diese Maps, die wir dort anbieten, das werden spezielle Maps sein, die auf den Steuergeräten, die wir verkaufen, funktionieren. Und es wird so sein, dass wir eine andere Firmware auf den Steuergeräten haben, in dem Thema TÜV. Das sind so Kaltstartfelder, die wir brauchen. Das sind auch gewisse andere Kennfelder. Aber wir versuchen das dort ein bisschen freier zu gestalten, ein bisschen einfacher und vor allen Dingen ein bisschen simpler. Und haben halt mit dem TD04, der ist halt wie gesagt aufgrund der Gutachtenlage, wird der neu geprüft. So. Und ich glaube, das ist für den einen oder anderen ganz interessant, weil der den Lader mag. Und wir werden auch vielleicht den einen oder anderen Lader wieder mit aufnehmen. Ich kann das schon mal so sagen. Aber ich sage es immer wieder, alles was zum Black Friday im Online-Shop ist, ist rechtlich verbindlich. Das will ich damit sagen, das ist gut für euch, schlecht für uns. Das heißt, das, was wir an diesem Tag online stellen, das bleibt. Das ist die Zukunft und das ist das Grundfundament, auf dem wir dann aufbauen werden. Und dieses Grundfundament, das kostet schon richtig viel Geld. Und wir werden, wie gesagt, unser absolut Möglichstes tun, dass man vielleicht wieder so ein paar individuelle Dinge auch eintragen kann. Ich sage so diese typische Nummer, GT28 Lader mit Kragenkrümmer. Und dass man da auch das wird dann tendenziell eher mit Prüfberichten gemacht, die wir zusammen mit einer Prüforganisation machen, dass wir da ein bisschen mehr, es wird nicht auf dem Teilegutachten rauslaufen, aber das, by the way. 3 Zoll Auspuffanlage wird auf jeden Fall im Online-Shop kommen, kann ich sagen, mit EG-Zulassung. Haben wir letzte Woche eine Lösung für gefunden, wie wir es darstellen. Hat ein bisschen gedauert, aber geht auch seinen Gang. Und zum Thema TÜV allgemein wird es auch nochmal hier ein Video getrennt geben, werden wir, denke ich mal, heute auch abdrehen. Ein bisschen viel Laberstoff, wo wir euch informieren. Ist aber auch gerade die falsche Jahreszeit, um viel Auto zu fahren. Also heute ist das Wetter wieder gut, komischerweise. Was ist komischerweise? Aber heute ist das Wetter gut, man hätte fahren können, aber wir haben gerade nichts zum Fahren. Aber weiß jeder Bescheid. Jo. Sehr, einfallsreicher YouTube-Nutzername. Und zwar, wann kommt die ND-Einzeldrossel? Fragt. Also der heißt so bei YouTube. Okay. Guter Einwand. Wir waren gerade mit dem Flo dran. Also es ist so, es wird sicherlich, was das reine Produktentwicklungsthema sein wird, wird ND2 2022 für uns das Fahrzeug. Diese Produkte werden auch noch nicht im Online-Shop drin sein. Das heißt ND-Einzeldrossel und auch Kompressor nicht. Aber da wird es auf jeden Fall im Frühjahr relativ viel geben. Ich weiß, dass erst der Kompressor kommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nächstes Jahr im April der erste ND-Einzeldrossel läuft. Aber vom Thema TÜV sind wir dort noch etwas entfernt. Das wird nicht so einfach werden. Wir haben so ein paar Themen, die könnten dort zu einem Problem werden. Und das müssen wir gerade noch klären. Das ist einmal ein Thema Geräusch und das ist auch ein Thema Applikation. Aber ich sage mit der vorgehaltenen Hand, dass wir im April damit durch sind. Wir haben es lange angekündigt. Wir sind relativ weit, was die Produktbausteine betrifft. Jo, und er fragt... Mahlzeit. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich bei den ganzen TÜV-Zeug bezüglich Felgen nicht mehr so hundertprozentig durchblicke, was wie potenziell legal sein wird. Von daher sorry, falls die Frage schon beantwortet wurde. Meine Frage bezieht sich auf TE37 für den ND. Die sind ja wie viele andere Felgen für den Moment aus dem Shop geflogen. Wird es in Zukunft noch einen legalen Weg geben, die Felgen auf dem ND zu fahren? Bin schon etwas länger auf einen Satz am Sparen. Wäre ärgerlich, wenn das ab Datum XY einfach nicht mehr geht und ich die Kohle bis dahin nicht zusammen habe. Danke und macht weiter so. Grüße. Ähnlicherweise war das Datum X für diese Felgen gestern. Das heißt, zum Montag, glaube ich, fliegt alles raus, was kein aktuelles Teilegutachten oder offizielles Festigkeitsgutachten hat. Hat einfach den Grund, dass wir gestern zum einen ein sehr langes Gespräch mit dem TÜV hatten, wegen verschiedenen Eintragungen und auch verschiedenen anderen Themen. Aber ich würde liebend gerne das Video drehen, wo ich sage, das ist die Zukunft im Thema Felgenbereich. Stand jetzt gibt es dort
lange, lange nichts. Und ja, ich weiß, dass das Problem ist, ich sage es immer wieder, wir verkaufen so am Black Friday so 40, 50 Satz Wellen normalerweise. Und das ist Geld, muss man ganz klar sagen. Und das ist Geld, das wir auch brauchen, für Entwicklungen durchzuführen. Und wir werden bis zum Black Friday eine Lösung haben. Ja. Dr. Birdie Sanders fragt, Frage fürs nächste Q&A. Wie sieht es aus mit der Eintragung von Longtube-Fächerkrümmern 421 ohne Gutachten beim Serien 16NA? Keine Chance. Zweite Frage, ist es möglich, solche Japan-Tröten wie Malian und Big in Japan eintragen zu lassen, weil ich das Design von den dicken Endrohren mit Schalldämpfer ganz geil finde? Grüße aus Bayern, super Videos, macht weiter so. Keine Chance. Also ganz einfache Nummer, wir werden, also das wird, also ich verstehe das, wir haben das auch sogar schon überlegt, dass wir dafür, dass wir eine Auspuffanlage bauen in der Optik mit TÜV, aber das kriegen wir einfach jetzt nicht mehr unter. Also das wird vielleicht in Zukunft ein Thema werden. Ich kann nur ganz klar sagen, und das ist eine Aussage von mir, die wir für die Firma kommunizieren, wir werden, also wir sind nicht für laute Auspuffanlagen. Also das ist so. Weil das ist der erste Pranger, den es gibt, wenn jemand hier um die Ecke kommt und sagt, die Autos nerven mich. Und das ist ein Geräuschthema. Ich bin auch ein sehr starker Geräusch. Ich mag Autos, wenn die klingen. Ich mag Autos, wie sie klingen. Aber wir müssen einfach das Thema Klang in ein geringeres Geräusch umwandeln. Und wir waren da sicherlich auch in der Vergangenheit nicht immer das Vorbild, muss man einfach sagen, weil wir gesagt haben, okay, wenn ein Auto so klingt, wie es klingt, dann ist es okay, aber wir werden keine lauten Abgasanlagen hier produzieren, noch verbauen, noch legalisieren, die irgendwo in einer Art Grenzbereich liegen. Grenzbereich heißt für mich, der eingetragene Standgeräuschwert, den Mazda mal vorgeschlagen hat, den werden wir ausnutzen, ja. Wir werden aber nicht anfangen, lautere Auspuffanlagen zu produzieren. Das können wir nicht, weil wir da auch offen mit unserem TÜV-Partner arbeiten und gesagt haben, wir wollen das nicht. Und das ist auch, glaube ich, nicht die Zukunft. Das muss man einfach ganz klar sagen. Live B. fragt, Frage für das nächste Grund A. Es war mittlerweile vor einer Ewigkeit mal die Rede von Fastback-Targa-Tops für NA und NB in eurem Shop. Ist das noch aktuell? Wenn ja, weiß man schon wann? Bei dem eigentlich schon recht bekannten Griechen sind ja momentan Lieferzeiten von circa 2 Jahren. Ich war Panos sind 2 Jahre. Panos hat aber auch ein Dach, das muss man dazu sagen. Ich habe einen Kunde, der ist der MX-5, der aussieht wie das Cars-Auto. Der hat so ein Dach und ich glaube, es ist voll alltagstauglich. Ich glaube, das Produkt ist wirklich geil und ist gut, aber die Lieferzeit einfach zu lange. Wir haben ein Fastback-Dach zum Black Friday im Shop für den NA und den B. Kann ich ganz klar sagen, weil das Produkt ist fertig. Das wartet einfach nur auf Einpflegen gerade und das wartet auf Bilder. Wir haben den Breitbau im Shop mit guten Bildern und dann auch mit Fastback. Mit einer aktuellen Radreifen- und Felgenkombination, die ich gern TÜV geprüft haben möchte. Das hängt aber, ich kann da leider ganz schwierig offen drüber sprechen und ich hoffe, das kann ich in einem späteren Video, das wird irgendwann in der Woche kommen zum Black Friday, dass ich bis dahin die Endlösung habe, was das Thema betrifft. Aber Fastback-Dach ist fertig, ist da und ist zum Black Friday im Shop. Also das ist kaufbar, eintragbar, wir werden dafür ein Gutachten erstellen lassen für das ganze Produkt. Das ist aber auch ein Produkt, das muss man dazu sagen, das ist jetzt auch, das ist halt wir haben ein CCP-Dach aus Amerika kopiert in Europa, haben das auch mit vernünftiger Qualität hergestellt, das passt auch gut, das ist gar kein Problem. Man muss aber einfach ganz klar dazu sagen, es ist ein Rennwagenprodukt, das man natürlich bei sich in der Garage entsprechend aufwerten kann, aber es ist immer noch ein Rennwagenprodukt. Also man muss, das ist nicht für Oma Erna, ich habe mein Auto das ganze Jahr draußen stehen. Ich weiß nicht, ob Oma Erna das Auto die ganze... Nein. Ja, aber es ist halt, also das ist das sieht cool aus, keine Frage, aber es ist wenn man das drauf macht, dann ist es halt nicht, wie man sich das vorstellt. Man schraubt das drauf und das Ding ist 100% dicht. Ich glaube, davon muss man einfach in einer gewissen Art und Weise Abstand nehmen, weil der Türabschluss, das ist halt eine Universaldichtung und sowas und das sind halt CCP-Dächer. Und es ist kein OEM. Genau, das muss man halt dazu sagen. Ja.
Frank E. sagt doch mal zu dem Wir brauchen eure Autos Video. Ich habe noch einen 93er NA mit HGP-Turbo-Umbau anzubieten, abzugeben. Gerne auch zur kostengünstigen Abgabe an engagierte Weiterverwender. Hat nur 100.000 runter. Ja, aber ein HGP-Umbau ist halt ein HGP-Umbau, ne? Ja. Nicht ganz ehrlich. Das, glaube ich, sieht man auch ganz gut an Preisen, wenn Autos, will ich jetzt nicht uns lobhudeln oder so, aber wenn ein Umbau von uns auf dem Markt ist mit einem gewissen Preis, dann ist da eine Firma dahinter, die dafür Support macht, die für jeden Mist Rede und Antwort steht. Und dann ist eine andere Firma, die kommt aus dem VW-Segment. Ich glaube, da sind die auch ziemlich gut. Wenig Überschneidung im VW-Segment und das können die. Und ich glaube, dass dieses Turbo-Kit zu seiner Zeit ein gutes Kit war. Aber das ist mittlerweile einfach. Gab ja auch nicht groß genau. Was anderes. So, aber es ist mittlerweile eine andere Zeit. Ja. Markus B. fragt, wann machen Semi-Slick auf einem MX-5 denn Sinn und wie alltagstauglich fährt sich das? Eine ganze Zeit lang einen NA mit, oder den NA sage ich schon, aus dem NA bin ich auch schon gefahren, aber einen ND mit Semis im Alltag gefahren, die Dinger machen Geräusche, Nassgrip ist überschaubar. Überschaubar ist nett. Sorry. Ja, Nassgrip ist überschaubar, ist ein Produkt, kann man fahren, wenn man will. Aber ja, ich wäre da eher so, glaube ich, im Alltag NS2R fahren wir jetzt auch auf unserem ND. Habe ich viele Kunden, die fahren das. Guter Reifen, funktioniert gut. Jo. René Dietrich. Hey, erstmal großes Lob an euch und weiter so. Wollte nur mal nachfragen, ob es eine Idee zur besseren Kühlung beim ND mit Zentrifugalkompressor gibt. CSF-Kühler ist jetzt drin und bis 20 Grad Außentemperatur alles okay. Ich fühle merklich einen Leistungsunterschied zwischen aktuell 10 Grad, geht deutlich besser, und bei 25 oder mehr Grad Außentemperatur. Bei sportlicher Fahrweise und hoher Außentemperatur 25 Grad aufwärts geht die Temperatur der Kühlflüssigkeit schnell nach oben bis 108, 110 in der Spitze. Bei einer 2-3 Stunden Tour im Mittelgebirge. Danke und liebe Grüße. Hi René, ja, wir sind ja schon ein bisschen in Kontakt wegen dem Thema. Wird es eine Lösung geben? Wenn, also das ist das gleiche Problem, das der NC hat. Wir haben noch keine Lösung, die so einfach einbaubar ist wie mein ANB. Das haben wir noch nicht im NC, das haben wir noch nicht im ND. Wir haben an Daniela Autos sehr, sehr viel Entwicklung da gemacht. Wir wissen, wo in gewisser Art der Probleme herkommt. Wir wissen auch, wo ein gewisser anderer Teil der Probleme herkommt. Wir überlegen da, ob wir vielleicht noch mit einer zweiten elektrischen Wasserpumpe arbeiten, um die Originalpumpe zu unterstützen, um es damit in den Griff zu bekommen. Wir überlegen, ob wir mit einem anderen Thermostat arbeiten. Also es gibt sehr viele Einzelschritte, die wir gerade versuchen umzusetzen, können aber noch nicht im Großen und Ganzen sagen, okay, go. Beim N1B ist die Lösung ja Airflow. Genau, also das ist genau, das ist auch beim NC in einer gewissen Art und Weise so. Wir müssen noch gucken, wie wir es darstellen. Das ist nicht einfach. Wird auf jeden Fall im weil wir mit dem Kompressor, wenn wir den abschließen, wird unser Auto auf der Rennstrecke benutzt mit Rotrex-Kompressor und da muss die Kühlung funktionieren und das ist gleiches Thema. Jo. Pimpfi fragt, wie läuft es mit der Austragung des Airbags beim 95er NA ohne Beifahrer-Airbag? Und kann ich da mein Lenkrad mit ABE für den NA verbauen, in Klammern Momo Competition? Ja. Also kein Problem austragen, kein Problem. Also hier werden wir auch, also wir haben hoffentlich nächste Woche noch ein Gespräch mit dem TÜV zu diesen Themen. Dann werden wir da ein offizielles Statement, das auch in der Produktbeschreibung mit drin ist, sagen können, wie das dann vonstatten geht. Und dann kann man das austragen, ja. Also beim NA bis 98 ist eh kein Problem. Wie gesagt, weil bis 98 gab es einen NA mit und ohne Airbag. Also das ist alles einfach. Und bis 2000 gab es einen NB in Italien auch noch ohne Airbag. Also da ist es einfach. Es geht um die Fahrzeuge hinten dran, ne? Und da sind wir gerade dran zu klären. Fighter 23 fragt, wann kommt denn mal ein Video zur Cobra? Oh, gute Frage, ne? Es ist, Cobra geht nächste Woche auf die Bühne. Also offiziell nächste. Das sollte ja eigentlich diese Woche schon, ne? Ich weiß, aber der Jaguar. Aber der Jaguar. Hm. Bisschen doof. Ja, Obrist Motorsport sagt, bei Svens Differential würde ich auch auf den Halbmondhalter tippen. Das gab es bei den 6er MPS auch so beim Verteilergetriebe. Der bricht gerne mal durch, dann läuft das schräg. Eventuell aus einem stärkeren Metall einen fertigen, dann ist das safe. Ist beim 6er ebenfalls die Lösung. Ja, sowas wird es geben. Wir haben jetzt erstmal wieder das Originale eingebaut. Haben heute festgestellt, dass auch die Kühlung ausgefallen ist. Wurde dann auch nicht mehr danach kontrolliert. Also wurde vor dem Rennen schon kontrolliert, aber anscheinend beim Fahren ist irgendwie Pumpe verreckt oder so.
dann ist es natürlich so, dass die Öltemperaturen bei dem Differentialaufbau, den der Sven hat, die sind dann jenseits gut und böse. Es könnte auch gut sein, dass es davon kam. Wir wissen es nicht. Probieren geht über Studieren, ne? Auto auf die Rennstrecke und sehen, wenn es wieder verreckt innerhalb von kürzester Zeit, dann wissen wir, okay. Ja. Trial and Error. Zu wenig geschlafen die Nacht. Ja. Es war nicht 2 Jahren oder irgendwas dergleichen. Ich habe einfach echt scheiße gebannt. Aber 2 Tage in Folge. Ja. Jan-Peter fragt, hallo, eine Frage fürs nächste FAQ. Gibt es Unterschiede bei den Anflanschungen des Krümmers bei NB 1.6er und 1.8er beziehungsweise bei NBFL? Danke schön schon mal mit freundlichen Grüßen aus dem Taunus. Ja, also ein 1.6er Krümmer ist anders wie ein 1.8er Krümmer. Und am Kopf ist 1.6er, 1.8er gleich, aber unten an der Anbindung am Cut ist es verschieden, sind bei uns auch verschiedene Produkte. Also wenn es dann wie Downpipe geht oder Fächerkrümmer, ja. Ja. RB sagt zum Fahrwerkseinbauvideo, ich habe bei meinem roten, gelbe Koni und Serienfedern meines Erachtens die beste Kombination. Glücklicherweise sind Geschmäcker verschieden. Ja, wäre jetzt nicht so mein Wunsch. Ne? Ist aber gut für eine Haarzulassung. Ne? Also kann ich auch da nochmal ausbauen, das Thema Haarzulassung ist aktuell in Klärung, was wie geht. Ist nicht so einfach. Und ja, zum gemütlichen Cruisen oder mal ein bisschen Landstraße, ja, ist das... Ist okay. Ich muss aber auch dazu sagen, dass unser Fokus bei unseren Umbauten nicht auf Haar liegt. Also muss ich sagen, war früher mal ein Thema, aber in diesen ganzen TÜV-Diskrepanzen ist es eher ein bisschen weiter hinten, nach hinten gerutscht. Zum Mazda 5 Werkstattwagen. Ah, habe ich gesehen, der Papa. Der Papa, ja. Ja, fragt, ist der Mazda 5 denn generell so schlecht? Würden den Wagen gerne nutzen, um Schulkinder zur Schule zu bringen. Wir sind eine Elterngemeinschaft und suchen ein günstiges Auto mit viel Platzangebot. Nein, das ist ein gutes Auto. Also gar nicht, also es ist wirklich ein gutes Auto. Es hat ein bisschen Ölverbrauch, ja, je nachdem, was der Motor gelaufen hat. Aber es ist ein gutes Auto, es ist ein grundsolides Fahrzeug. Also ich glaube, es ist auch deswegen, das Auto war ultra lang im Autohaus ein sehr beliebtes Fahrzeug, das sehr viele Leute gekauft haben. Also kann man bedenkenlos kaufen, fahren und Spaß haben. Also Spaß im anderen Sinne wie mit dem MX-5, aber es ist ein gutes Auto, klar. Ja. Tom Thompson fragt, das Auto ist die Definition eines Sleepers zu Björns, ja, Auto. Absolut. Glückwunsch an den Besitzer für dieses Projekt. Was ich mich frage, wird der G184 auch eines Tages mindestens eine 3 vorn stehen haben bei der Leistungsangabe? Schönes Wochenende euch allen. Kann ich aktuell nicht sagen. Es hat viel mit der Anfettung zu tun, es hat viel mit der Steuerungstechnik zu tun, weil wir müssen ja ein Fahrzeug, damit wir es komplett legal haben, RDE messen, das heißt Real Driving Emissions. Das wiederum heißt, wir müssen natürlich gewisse Temperaturen mit anpassen und in der Vollbegutachtung, und das ist auf jeden Fall ein Thema für die Zukunft, Fächerkrümmer auf der einen Seite, Kompressor auf der anderen, wie kombinierbar wird das Thema sein? Kann ich am Stand jetzt noch keine offizielle Aussage zu geben, wird dann sich sicherlich auf der Abgasmessbank nachvollziehen. Ist aber nicht günstig. Also deswegen, wir holen jetzt erstmal ein bisschen was nach, weil wir da feste Regeln haben und ziehen dann die neuen Modelle nach. Also das wird so sein, weil wir natürlich auch mit vielen Produkten erst Anfang nächsten Jahres oder Frühjahr auf den Markt kommen, wird sich das auch ein bisschen ziehen. Ne? Und wir haben gerade eben im Büro mit Flo zusammen über so Zukunftsthemen geredet und dann gab es relativ viel auch, wo wir gesagt haben, okay, das ist aber dann auch was, das können wir vielleicht auch extern vergeben. Und all diese ganzen Entwicklungs- und TÜV-Sachen müssen alle bezahlt werden. Das heißt, ein bisschen Geld, das da entsprechend in die Kassen kommt. Ja. Flipflop sagt, stabiler Schnuzbart. Geil, ne? Ist wieder da. Ich habe heute noch gut gestutzt. It's Movember. It's Movember, ja. Ja. Ich finde aber auch, das ist so ein Thema. Ich finde, Autoleute können auch aussehen wie Autoleute. Damit will ich sagen, dass jeder Automann einen Schnurrbart braucht. Aber ich finde, wenn man so die Jungs in Amerika sieht oder so, da sehen halt Autoleute aus wie Autoleute. Also, die haben einen gewissen Look. Ich finde, das kann man auch in Deutschland so langsam einführen. Mal morgen ist es mit dem Kunden drüber unterhalten und ja, finde es irgendwie. VX Blub sagt, warum zeigt dir das Nummernschild von einem Auto ohne Eintragung auf der Straße? Das Auto hat Eintragung, ist ja auch alles eingetragen. Es hat ja 180 PS eingetragen, die es auf der Straße hat. Und auf einer abgesperrten Rennstrecke hat es halt ein bisschen mehr.
Ja. Ne? Und cooles Auto. Björnsson. Jo. Finde ich sehr schön. That was it. Ah, okay. Kurz Abschluss. Wir haben ein bisschen was geteasert. Zum Thema Black Friday. Wird auch ein bisschen was passieren. War vielleicht an einer anderen Stelle ein bisschen ernster, weil wir haben auch gestern ein relativ ernstes Gespräch mit TÜV gehabt. Bin auch vielleicht davon noch ein bisschen geredert. Aber wir haben eine Vision, wir haben eine Idee. Und ich muss auch hier nochmal ganz klar sagen, ich glaube, es gibt wenige Firmen, die sich mit diesem Thema so offen und so fair gegenüber der Community verhalten und die auch immer versuchen, die Probleme der Community über Themen aufzunehmen und zu sagen, okay, wie können wir das lösen? Ich muss aber auch dazu sagen, weil wir werden ganz oft gefragt, warum macht ihr nicht einfach Gutachten für Japan Racing? Das ist nicht so einfach. Dieses Thema Gutachten erstellen für Produkte, wenn das mein Eigenprodukt ist, dann ist es super einfach, weil ich bin Hersteller, ich bin QM, ich bin alles. Wenn ich ein Produkt beikaufe und das ist das Vollprodukt, also einen Turbolader bauen wir auch nicht selbst, kaufen wir ein, der wird aber mit einem Krümmer, den lassen wir herstellen. Also das ist alles ein bisschen einfacher, um nachher das Produkt dort darzustellen. Aber wenn es um das Beispiel Fahrwerk oder Felgen und gerade das Thema Felgen ist halt super speziell, was das Thema betrifft, wenn es darum geht, dann müssen wir der mit dem Hersteller einen direkten Vertrag haben und weiß Gott, ich will ja nicht der Japan Racing Händler für Deutschland werden. Und ich sage das immer wieder zu unseren Kunden, wenn ich bedenke, wie viele Eigenprodukte wir haben, damit wir das machen können, so wie wir es machen und darstellen können, wie wir darstellen, dann ist das doch am Ende des Tages, ich würde so gerne für diese 20 Japan Racing Modelle, die wir viel verkaufen, einfache Gutachten erstellen. Das wäre so eine riesen Last von meinen Schultern. Aber es geht nicht, weil Firma Japan Racing, ich will kein Japan Racing Händler werden, also Händler sind wir ja, aber kein General-Importeur. Das will auch Firma Japan Racing nicht, das finde ich auch gut so. Aber die wollen auch irgendwie keine Gutachten machen. Und die haben so Knebelverträge dann uns angeboten, wie wir hätten Gutachten erstellen können, aber um uns ehrlich zu sein, ich möchte keine 300.000 Euro in Felgen investieren, die ich mir auf Lager lege, um 5 Gutachten dann zu haben. Also ich glaube, da stimmt die Relation halt einfach nicht. Vor allem, du weißt ja nicht, wenn in 3 Jahren oder 2 Jahren der Trend auf eine andere Felge genau, geht. Genau, und das ist dann genau hast der. So 100 Satz Felgen. Ja, 150.000 Euro vielleicht noch am Lager mit Felgen. Also das steht in gar kein Verhältnis. Das ist mir auch zu gefährlich. Also das Problem ist, dann fahre ich mich in einer gewissen Art und Weise handlungsunfähig. Und das will ich nicht. Und deswegen, wie gesagt, ich hatte am Donnerstag eigentlich so gedacht, jetzt haben wir es, aber ich war zu langsam, um es einfach zu machen. Ich kann aber leider nicht so offen darüber sprechen, weil wir da in Verhandlungen stehen mit Firmen und ich hoffe, dass wir das wegkriegen. Also wie gesagt, es ist für mich wirklich zum Mäusemelken. Also das ist echt so ein Thema, ich würde so gerne einfach ein Video raushauen, wir sagen, das ist die Lösung, wir haben das Produkt und jetzt Attacke. Ihr glaubt gar nicht, wie das in mir selbst brennt und wie mich das wahnsinnig macht, das Thema, weil man kann das geilste Auto bauen, wenn man eine hässliche Felge hat, dann hat man eine hässliche Felge. Das ist quasi, weiß ich nicht, ne? Wenn du kannst die hübscheste Frau haben, aber wenn sie irgendwie hässliche Haare hat, hat sie hässliche Haare. Ne? Also das ist genau das gleiche Thema da in Grün und das nervt mich so unendlich, das gibt's gar nicht. Das ist jeden Tag, also wirklich jeden Tag kommt diese Frage auf, Jan, wie sieht's aus mit Felgen? Guido, gibt's eine Lösung für Felgen? Guido, kommt zu mir. Jan, was haben wir für eine Lösung für Felgen? Nico, zu mir. Jan, was ist mit den Felgen? Es ist das Thema gerade in der Firma und wir versuchen unser Bestes. Kann ich an dem Punkt einfach so sagen und ich kann nur sagen, wenn das am Black Friday online ist, dann ist das auch Gesetz. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao.